Hast du gewusst, Bienen kommunizieren nicht mit Wörtern, sondern durch Tanzen? Heute ist Weltbienentag und wir wollen unseren kleinsten, grossen Helferinnen Danke sagen. Bienen produzieren ganz viel mal Honig. Das ist mal schön, das ist das, was wir direkt merken. Das, was du als Zuschauer nicht siehst, ist die ganze Problematik der Bestäubung. Bienen sind nämlich nach Kuh und Schwein das drittwichtigste Nutztier in der Schweiz. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. Das hat Einstein gesagt. Dir würde ungefähr 60% von dem, was du isst, nicht geben. Doch unsere fleissigen Helden sind am Anschlag. Fast die Hälfte unserer Bienen in der Schweiz sind gefährdet. Das Bienensterben hat viele Gründe. Nicht nachhaltige Landwirtschaft und verändertes Klima wegen Klimawandel sind zwei davon. Wir sind immer in Herausforderung zwischen Krankheiten, Problemfällen, weil sie zu nass, zu trocken oder sonst etwas haben. Darum ist der Schutz so wichtig. Den Bienenschutz kann jeder selber machen. Allgemein Bioprodukte kaufen, ökologische Produkte, saisonal, regional kaufen. Das sind die entscheidenden Punkte, die helfen für das. Auch bienenfreundliche Pflanzen auf dem Balkon und Garten oder sogar ein selber gemachtes Bienenhotel können viel bringen. Und wie war es nochmal mit dem Tanzen? Sie tanzen und sie mit rhythmischen Bewegungen, die sie den anderen zeigen, in welche Richtung dass sie rausfliegen sollen, wo es Futter hat, was es hat, dass sie über den Tanz machen. Go off, Bienen!